zurück, Leute. Heute ist Samstag, 10 Uhr und ich habe schon gefrühstückt. Meine Mutter hat mir jetzt mal hier so ein Matcha Latte gemacht vorhin und da ist, sie hat ein bisschen mehr Vanille reingemacht, damit es nicht so krass nach Matcha schmeckt. Ich bin richtig gespannt, das jetzt heute zu probieren, weil ich noch nie Matcha probiert habe. Leider bin ich nicht dieses Mädchen, die das mag. Wäre aber sehr cool, weil es sieht halt auch einfach schön aus, ne? Aber nein. Ich ist gerade ein Paket angekommen von Sugar Gang. Und zwar so eine dicke Box mit Süßigkeiten. Ey, die haben wirklich nicht gespart. Da ist echt sehr, sehr viel drin. Und ich habe auch einen Code für euch. Und ich bin mal richtig gespannt. Ich wollte unbedingt diese Gurken hier probieren. Ich gehe ja heute auf ein Aliva-Konzert mit Mia und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das so sein wird. Irgendwie bin ich noch nicht so hyped wie beim Crow-Konzert. Ich weiß auch selber nicht warum. Aber ich glaube, das wird richtig, richtig cool. Und wir wollen das diesmal so machen, dass wir erst später dahin fahren. Das heißt, um 20.30 Uhr beginnt, also kommt sie und singt. Und um 19.30 Uhr ist, glaube ich, Einlass in die Halle. Also dann kann man da reingehen. Und wir fahren erst um 16 Uhr los. Dann sind wir nämlich um 17 Uhr da und dann müssen wir nur 3 Stunden warten. Als wir bei Crow waren, mussten wir, glaube ich, um die 6 Stunden warten. Das war uns zu viel, aber wir sind hier auch dafür ganz vorne gewesen. Wir wissen auch, dass wir dann heute nicht vorne sein werden. Ja, mein Glätteisen steht schon hier. Ich mache die heute einfach glatt. Und dann so 2 dünne Strähnchen flechte ich hier einmal und einmal da. Und dann habe ich so eine offene Frisur, weil ich finde, mir stehen einfach keine Sleek-Zöpfe. Deswegen machen wir so heute mal offen. Ich werde ja um 16 Uhr abgeholt. Wir haben, glaube ich, gerade 17 Uhr. Und ja, jetzt fange ich an, mich fertig zu machen. Erstmal mit Skincare. Ich benutze jetzt einmal Creme. Dieses Serum, das ist wirklich richtig, richtig gut. Und einmal das. Warum hält das bei mir nie? So, jetzt mache ich mein Make-up. Ich benutze jetzt einmal diesen Flawless Filter. Ich habe ihn jetzt auch mal ausprobiert. Endlich. Ich finde ihn wirklich sehr, sehr gut. Ich möchte trotzdem nochmal diesen Dupe holen von Catrice, der ja immer ausverkauft ist. Ich mag den wirklich richtig, richtig gerne und den benutze ich heute. Ich habe meinen Primer vergessen. Ohne Primer geht gar nichts. Ich benutze den hier. So Leute, das ist mein Outfit. Bitte ignoriert den Chaos im Hintergrund. Das ist echt schon peinlich. Ich bin aber sowas von gestresst, weil ich nicht wusste, was ich anziehen soll. Ich wollte nämlich eigentlich eine Jeansjacke anziehen, aber Jeansjacke geht nicht mit einem anderen Jeanston unten rum. Und auch nicht mit einer schwarzen Hose. Und jetzt habe ich einfach das an und ich bin sehr, sehr unzufrieden, weil ich diese Hose nicht mag. Ich finde die grauenhaft. Ich kann das nicht anziehen. Also obenrum toll, aber was ich unten anziehen soll, weiß ich wirklich nicht. Ich wollte eine Jeanshose anziehen in Blau, aber die ist komplett zerknittert. Und die sieht einfach nur blöd aus. Ich kann nicht mehr, Leute. Ich kann nicht mehr. Es ist echt anstrengend. So Leute, ich bin jetzt mit Mia und wir sind jetzt in Bochum angekommen. Wir haben 17 Uhr und wir haben jetzt noch 2,5 Stunden. Wir müssen jetzt aber noch einen Parkplatz suchen. Ich glaube, da können wir jetzt auch noch mal 1/2 Stunde einplanen. Ja. Weil ich weiß nicht mal gerade, wo wir sind. Sah schon ein bisschen voll aus und ich bin schon ein bisschen überfordert. Und du? Bist auch überfordert? Keine Antwort. Was? Chaos? Achso, ich bin gerade voll gedingshumst. Wir sind jetzt da, haben einen Parkplatz. Ja. Und wir müssen jetzt so eine
Autobahn? Ist es eine Autobahn? Landstraße. Ja, so eine richtig lange Landstraße laufen und... Ich muss auf Klo. Bis es ja nachts ist, weil das geht ja safe sehr lange. Da müssen wir einfach die ganze Straße ja. da im Dunkeln zurück. Und da war halt nicht mehr eine Laterne oder so. Schau aus dem Auto raus, weil hier ist scheiße heiß. Ja, ja. Ja, das ist halt auch so ein Problem. Wir sind jetzt in diesem Zelt drinne und irgendwie ist hier wie so ein Fest. Also hier sind so richtig viele Stände, wo man essen kann. Wir haben uns auch gerade eine Cola geholt für 3,60 Euro. 80. Bei uns ist ein Zelt und da ist auch gerade ein Konzert, deswegen kann es gleich laut werden. Ich weiß aber nicht, was ist denn nochmal für eine Band gewesen? Roy... Irgendwie sowas. Irgendwas. Roy Banco... Irgendwas. Irgendwie so. Jetzt 18 Uhr. Ich denke mal, so in einer halben Stunde gehen wir dann in die ja. Schlange. Bis wir das erstmal gefunden haben, ne? Ja, stimmt. Das ist hier wie so ein Riesentrödel und dann irgendwo ist hier das. Irgendwo hier ist dann dieses Konzert, aber keiner weiß wo. 500 Essensstände. Ja. Leute, wir sind jetzt zurück. Ach so, nimmt schon auf. Ja. Wir haben 22.15 Uhr oder so und unsere Ohren tun weh. Ja, ich höre mich doppelt. Ich höre mich auch doppelt. Und meine Stimme ist jetzt schon gefühlt heiser. Mhm. Ich habe hier eine Cola für 5 Euro. Da piept dann auch gerade. Ja, weil es jetzt ruhig ist. Ja, mein Ohr piept auch. Auf jeden Fall, aber es war richtig, richtig schön. Ja. Und wir standen sogar relativ weit vorne. Obwohl wir... Ja, wir sind halt auch durchgerannt, ne? Also ja, aber... Das halt auch aber, immer so also sagen. Die Schlange war richtig lang. Und es war richtig, also mit der Schlange, es war richtig unorganisiert. Ja, voll. Also unnormal. Da war wie so halt so ein Trödel oder wie so ein... Flohmarkt. Foodfest oder ja, so. Ja. Und in dem Foodfest, wo andere Leute einfach hingehen, um da Essen zu holen, war die Schlange fürs Konzert. Die war relativ voll und einfach, da gab es einfach kein links, rechts, geradeaus, nix. Wir haben uns halt angestellt. Wie viel Uhr war das denn? Dass wir uns angestellt haben? Ja, 17 Uhr, glaube ich, oder? Nein. 18 Uhr. 18 Uhr. Ja, 18.15 Uhr oder so. Und 19.30 Uhr war Einlass, aber die haben das, glaube ich, auch 15 Minuten, 20 Minuten früher gemacht. Mhm. Ja, dann haben haben sich alle umgedreht und dann sind alle auf einmal gerannt. Ja. Und wir sind einfach dann auch gerannt und dann ja. standen wir halt irgendwie weiter vorne. Und dann ging das auch alles eigentlich ganz schnell. Fand es richtig schön. Ja, auch. Ich fand es auch sehr, sehr schön. Da kamen ja auch manchmal so Herzkonfetti runter, so Ballons und die haben Rosen verteilt und sie hat ihr Armband ins Publikum ja. geworfen. Ja. Und wir haben keine Rose und kein Armband. Ich fand es sogar irgendwie besser als Crow. Ich fand es auch besser als Crow. Die Stimmung war viel, viel besser. Ja. Es war viel, viel lauter und alles. Mhm. Aber und Organisation war bei Crow besser. Ja. Aber ja. sonst war, Ali war wirklich, und die, also wirklich, diese Frau ist einfach so schön. Die ist richtig schön und vor allem, die hat live gesungen. Also die hat nicht irgendwie dieses Playback oder so, sondern komplett live und manchmal die hat sich so ihre Seele rausgesungen. Mhm. Das und wie die immer so getanzt hat und so voll, eigentlich ja. voll sympathisch. Und zwischendurch, bei manchen Liedern hatte die auch richtig Tränen in den Augen. Ja, aber wir haben nicht geweint. Nein, ne? Ich dachte, ich weine, wenn sie kommt. Und ich fand es schön, dass als sie gekommen ist, sie direkt Deine Schuld gesungen hat. Ja. Aber sie hat richtig gute Lieder gesungen. Mhm. Also das neue Album finden wir so lala. So wie lange war die jetzt insgesamt auf der Bühne? Eineinhalb Stunden. Eine Stunde, 50 Minuten ungefähr, glaube ich. Die ist halt pünktlich gekommen, ne? 20.30 Uhr. Und um 21.50 Uhr sind wir rausgegangen. Ja? Ja. Ah, okay. Ja, dann eine Stunde 20. Oh, ja. Ich muss sagen, länger hätte ich auch nicht durchgehalten, weil ich habe... Meine Stimme ist tot jetzt. Ja, und es war halt in einem Zelt. Also alle waren im Zelt drinne. Mhm. Und ich dachte eigentlich... Mir wird ich habe hier halt auch einen Pulli, ja. den ich zum Glück nicht mitgenommen habe. Und hey, es war so warm. Als wir rausgegangen sind, weil diese frische Luft, es war so befreiend. Ja, wirklich. So. Ja, toll! Ja.